habt ihr den gekauft? Okay? Boah! Was hast du denn vor? Ich dachte, ich wollte jetzt einfach nur gucken, weil ich natürlich schon abschätzen kann, wie viele Gläser ihr braucht. Okay. Ja? Also ich dachte, ich nehme mal den Spitzkohl für das Fermentieren und den für einen Krautsalat. Umgekehrt, bitte. Umgekehrt. Umgekehrt, okay. Weil du solltest mit dem Weißkraut, mit dem Weißkohl solltest du fermentieren. Der Spitzkohl ist ja sowieso so mild, ja, dass der zum Fermentieren sich natürlich eignet, aber es wäre eigentlich schade drum. Okay. Aha. Ja, gut. Und mit dem Spitzkohl macht man Krautsalat und mit dem schweren, die Kroaten sagen, grüner Weißkohl, mit dem macht man dann das Sauerkraut. Okay. Also, und ich denke jetzt, also ich brauche, der hat jetzt vielleicht 800 Gramm oder 900 Gramm, brauche ich 2 Gläser. Heißt bei mir, das sind halt so Gurkengläser, ehemalige. Da sind wir, da sind wir. Ja? Mhm. Ja. Und weil das wird nämlich, wenn wir das geknetet haben, die Masse, die wir jetzt hobeln oder schneiden, die Masse verringert sich um 50%. Oh, ich habe am Anfang, 10 Gläser hergerichtet. Ja, natürlich, ich habe auch schon. Ja. Und war dann total enttäuscht, als ich fertig war, dass das 2,5 Gläser war. Ja, okay. Okay. Ja? Nee, deswegen, also ich denke, ihr braucht 2 bis 3 Gläser mehr nicht. Okay. Okay, also so ein Format Gurkenglas. Jetzt, natürlich tut man ein Glas mehr vorbereiten, ist ja logisch. Und jetzt, wenn ihr euren Kohl in die Hand nehmt, jetzt schält ihr erst einmal vielleicht 2 Hüllblätter erstmal ab. Weil aus den Hüllblättern machen wir uns dann gleich einen Deckel für das Sauerkraut im Glasinneren. Also hast du den gewaschen vorher, den Kohl, oder? Nein, also ich tue einfach die äußeren mit in den Kauf. Die äußeren 2 Blätter wegschmeißen, weil wir haben Leute da gehabt. Und dann habe ich innen ja jungfräuliches Kohlblatt. Ja. Aber jetzt brauchen wir ein sauberes Kohlblatt natürlich. Ja, jetzt brauchen wir 2, möglichst 2, das werden wir jetzt sehen, vielleicht sogar 3, je nachdem, was ihr für Gläser habt. Geht kaputt, macht das was? Ja, bei mir nee, auch. Nichts, macht nichts. Also natürlich, der splittert bei mir auch. Okay. Ja, nee, das macht nichts. Ich zeige euch gleich, warum wir das brauchen. Weil wir das jetzt auf unser Schneidebrett legen und eins der Gläser, die wir vorgehabt haben, die stellen wir da drauf und schneiden mit dem Messer außen rum, sodass wir ein kreisrundes Deckblatt für die Innenseite haben. Und dieses Deckblatt darf dann auch, wenn ich das jetzt so mache, wisst ihr, habe ich ein Deckblatt und es darf auch gebrochen sein. Das macht überhaupt nichts. Okay. Ja. Und da darf auch der Mittelstrunk drin sein. Das muss nicht nur das ganze Teil mit außen sein. Das ist eine kleine Bastelstunde. Ja. Du bist so schön. Oh. Ja, schau mal. Ein bisschen. Und das legen wir uns einfach zur Seite später zum Abdecken. Okay. Muss das richtig rund sein? Nein, es geht nur darum, dass wenn wir später. Ja, das geht genauso. Dass wenn wir später das Sauerkraut in das Glas tun, dass wir dann damit einfach obendrauf abdecken. Ja. Also eine natürliche Art und Weise. Es gibt natürlich die Möglichkeit, zum Beispiel an der Isar sich flache, runde Steine zu nehmen, die auszukochen und die zum Geschwehr drauf tun. Ja. Ja, okay. Es gibt natürlich auch Firmen, die verkaufen das als Porzellanscheiben für 36 €. Ich finde, das ist total überflüssig, weil das hätte meine Oma nämlich nicht gebraucht.
Ja. So, und wenn ihr diese zwei oder drei Teile habt, dann fangen wir einfach an. Ich weiß nicht, schneidet ihr das Kraut oder hobelt ihr es? Schneiden. Ich auch. Also, ich habe es nur hergestellt. Es ist natürlich der klassische Hobel, aber ich bin schneller beim Schneiden. Okay. Ja. Hast du der nicht Trunk? Bleibt der? Der ist bei dir noch dran, jetzt, ne? Ja. Ich tue das jetzt einfach vierteln. Mit Strunk vierteln, weil der Strunk hält ja erstmal die Blätter. Boah. Mama mia, das ist ja Knochenarbeit. Ja. Ja. Genau. Nochmal. Vierteln. Gut. Das riecht aber lecker schon. Richtig. Könnt schon reinbeißen. So, und jetzt habt ihr, wenn ihr gefuttert habt, habt ihr eure Küchenwaage zur Hand. Ja. Ja. Ich habe festgestellt, es ist einfacher. Also ich mache das mit einer Plastikschüssel, weil ich nur eine Küchenwaage mit 3 Kilo habe. Ich wiege erstmal nur die Schüssel. Damit ich das später vom Gesamtgewicht des bestimmten Krautes abziehen kann, wegen dem Salz, was wir brauchen zum Fermentieren. Okay. Deswegen. Also ich habe da so eine Tara. Geht das auch, dass ich die Schüssel... Ja, wie schnell du schneidest. Natürlich geht das auch. Aber bei mir ist es so, wenn ich das auf Tara tue und ich brauche jetzt 5 Minuten zum Schneiden, dann tickt die Waage aus. Deswegen habe ich mir angewöhnt, ich tue das jetzt wiegen. Ich weiß, die Schüssel hat 155 Gramm. Und dann ist es mir egal, wann sich die Waage wieder ausschaltet. Ja. Ah, ich habe eine mechanische, die bleibt. Bitte? Ich habe eine mechanische, die bleibt. Ah, das ist ja gut. Okay, ja, das ist ja dann besser. Allerdings habe ich dann beim Salzabwiegen ein Problem, fürchte ich. Ja. Ja. Gut. Okay. Wenn wir also, Metall geht auch, oder? Bitte? Metall darf auch sein. Ja, sicher. Das ist Metall, Glas, das ist überhaupt nicht so wichtig. Schnippel ich mich hier so langsam Richtung dem Strunk, und den Strunk selber verwerte ich nicht. Okay. Aber ich lande jetzt dran, damit mir beim Schneiden die Blätter nicht auseinanderfallen. Okay. Ja? Und schön dünn, oder? Aber schneiden relativ zügig. Es ist nicht wichtig, ob ihr ganz dünn oder ganz dick. Es hat mit der Qualität nichts zu tun. Ich mache es halt relativ dünn, weil ich mich dann beim Kneten vom Kraut gleich leichter tue, als wenn es so dicke Stücke sind. Okay. Das Geschnippelte in die Schüssel, ne? Das Geschnippelte tut dann in die Schüssel, weil jetzt weiß ich, was ich liebe. Und dieses Mittelding, also kann ruhig dran bleiben. Ja? Dreieck, wenn der Strom durchkommt, das tue ich weg, weil das zu hart ist. Okay. Ich arbeite da immer so an den Strunkeln. Also wenn ich den jetzt schneide, dann sehe ich hier den Strunk. Und dann tue ich einfach das ein bisschen drehen und schneide auch kleinere Stücke,
so rund um den Stängel herum. Also so richtig tolle Schnitze sind es nicht. Oder? Was meinst du alle? Auch doch das Glas. Ein solches und ein solches, ich glaube, das ist zu wenig. Also lass mal, aber das ist vorbereitet. Ich würde immer, also ich fange immer mit dem größten Glas an. Ja, genau. Und dann sehe ich schon, was noch übrig ist. Das werdet ihr jetzt dann sehen, wenn wir es reinpressen. Ich schneide noch mal ein Deckel für das größte Glas. Kann ich so ein großes Glas nehmen? Also, es ist so, je größer, desto besser. Okay. Sagt man. Aber ich habe festgestellt, also ich mache es eigentlich, weil deswegen mache ich das Ganze, ich bin eine Einzelperson. Ich habe nicht immer Lust auf 800 Gramm, wo ich weiß, ich muss 2 Tage essen. Deswegen nehme ich eben so 300 oder 400 Milliliter Gläser. Diese hier, ja, das ist eigentlich klein. Okay. Das funktioniert natürlich, aber wir reden davon, bei Fermentieren muss Milchsäure entstehen und es muss schon ein gewisses Volumen haben, dass das Ganze in dem ganzen Glas vollkommen homogen durchfermentiert. Okay. Aber ich habe noch so einen Topf, das ist wahrscheinlich zu groß, ne? Also der Topf würde bedeuten, dass du mit Sicherheit 3 Kohlköpfe machen musst. Okay, nee. Ja. Und ich bin dann immer so nebenbei den Strunk, den ich da weggeschnitten habe, den esse ich dann immer auf. Ah. Hallo. Ja, weil es ist ja lecker. Lecker. Gut, ja. Ja. Cool. Das ist immer lecker. Und bei dem Topf, den Ulrike gerade gezeigt hat, da ist wahrscheinlich auch, das muss doch luftdicht sein, oder? Nein. Das muss ich tun. Also, früher war es so, dass der Sauerkrauttopf im Keller stand. Und der war ja nur mit einer Holzplatte besteht. Und der stand ja nur im Keller, weil in den 10 Tagen der Fermentation der Geruch der Milchsäure nicht in der Wohnung sein sollte. Hat damit nichts zu tun. Heutzutage sagt man natürlich, also es funktioniert ja mit Sauerstoff und ohne. Es gibt zum Beispiel so riesengroße Plastiksäcke. Also so riesengroße Plastiksäcke. Wo die Leute einfach 10 Kilo reinhobeln, maschinell. Dann wird das eingesalzen und dann wird das zugemacht. Und nach 10 Tagen ist dieser ganze Sack mit 40 Kilo fertig. Okay. Aber wir wollen es ja so machen, dass wir für unsere Verhältnisse, ich sag jetzt mal, 1 Portion oder 2 Portionen haben und eben nicht 3 Tage lang Sauerkraut essen. Ja. Ja. Aber schmeckt der Kuchen lecker? Ja, total. Ja, ich finde das total lecker. So. Jetzt haben wir unsere Schüssel. Jetzt brauchen wir unsere Waage. Und jetzt müssen wir wiegen, was wir haben an reinem Kohl. Okay. So, jetzt mal weg. Wie viel? 610. Oh, du bist ja zauberhaft. Was hast denn du die ganze Zeit gemacht? Ich habe hier 1200 Gramm. Okay. Ich habe was übrig behalten für den Krautsalat. Ach so.
Der Spitzkohl ist zu klein. Okay, gut. Also, wenn ihr jetzt wisst, was die tatsächliche Fruchteinwaage ist. Ja. Also bei mir sind es 1100 Gramm. Ja, ich habe einmal 500 und einmal 650. Also, dann kann man doch bei der Hand. Okay. Ich habe 1200. Wir haben doch alle im Prinzip die gleichen Köpfe geschnitten. Ja. Nee, meiner war nicht, der war glaube ich schon, also der war doch 1400, kann das sein? Ja, war der. Ja. Ja, der war leider etwas groß. Und jetzt müssen wir eben sagen, also unsere reine Nettoeinwaage müssen wir sagen, pro 100 Gramm 2 Gramm Salz. Okay. Ja, also bei mir mit 1100 wären es 22 Gramm Salz. Bei der Anne mit 600 wären es 12 Gramm Salz. Wie viel? Was? Bei der Anne wären es 12. Und was ist bei dir? Wie viel hast du? Das Kraut ist 1200. Also dann sind es also bei 100 Gramm pro 2 Gramm pro 100, das heißt, sind es bei dir 24 Gramm. 20, 24, ja. Ja. Ich habe auch 1100, oder? Ja, genau. Ja. 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 Also, weil wir haben dann 22 Gramm. Ja. Und was ich dann immer mache, weil ich bin ja ein fauler Hund, ich tue jetzt nicht wieder was anpatzen. Ich lege mir einfach ein Stück Zebrawisch und weg auf die Waage, mache die dann auf Tara und tue dann da drauf wiegen, weil ich dann nichts zum Spülen habe. Bin ja eine coole Stricke. Darf ich dich was fragen? Ja. Muss es grobes oder feines Salz sein? Also feines Salz wäre im Prinzip einfacher, weil in dem Prozess, den wir jetzt machen beim Kneten, sich das feine Salz schneller auflöst. Okay. Aber an sich ist es egal. Okay. Ja? Gar nicht viel Salz eigentlich. Nein, das ist ja für mich immer das Wunder bei der Geschichte. Das ist eigentlich, wir reden immer von salzarm und wir sollen nicht so viel Salz essen. Es ist ja für diese Masse so wenig Salz, was sich komplett 100% abbaut durch die Fermentierung, durch die Milchsäure. Sag mal, ein Problem mit meiner mechanischen Waage. Ich kriege mit am Wind. Wie viel kann ich denn? Bitte? Kann ich das mit einem Teelöffel schätzen? Weil ich habe nur diese mechanische Waage. Also dann müssen wir das anders machen. Dann werde ich das jetzt ausprobieren. Warte mal. Ich habe doch keinen Teelöffel hier. Ich jetzt ausprobieren bei mir, was ein Teelöffel ungefähr ist. Okay, also ein gestrichener Teelöffel hätte 5 Gramm. Ein gestrichener Teelöffel. Das schmeckt echt lecker. Nicht alles aufessen. Ja. Das Innere aufgegessen. Ja. Was ich jetzt noch mache, aber das
ist einfach mein persönlicher Geschmack. Ich tue einfach noch eine ganz gehörige Portion Kümmel mit dazu. Es gibt halt Menschen, die mögen Kümmel. Ich mag es. Deswegen tue ich jetzt einfach noch richtig zwei große Prisen Kümmel mit dazu. Weil ich persönlich das wirklich sehr, sehr gerne mache. Wow. Das war ich gerade ein bisschen abgelenkt. Was soll ich mit dem Salz tun? Ja, du sollst das Salz auf das Kraut schütten. Gut. Ja, das hat doch funktioniert mit der. Da ist die Batterie ganz, ganz gering, aber es hat funktioniert gerade. Sag mal, kann ich auch ein paar Wacholderbeeren reintun? Ja, natürlich. Einfach so. Ja, natürlich. Weg. Die geht schon seit 100 Jahren ins Wanken. Jetzt fängt die Arbeit an. Okay. Genau. Jetzt los. Jetzt müssen wir das Kraut kneten. Ja? Dafür müssen das kneten, bis es schwitzt. Das geht relativ schnell. Wir haben jetzt das Kneten einfach auch diesen Prozess, dass wir natürlich das Salz perfekt verteilen und müssen das jetzt 3 oder 4 Minuten kneten. Das zeige ich euch gleich. In dem Moment, ihr werdet merken, dass ganz schnell beginnt, der Saft aus dem Kraut rauszulaufen. Und das wollen wir. Ja, okay. Die in den Gläsern das Kraut füllen im eigenen Saft. Hoffentlich schwitzt das Kraut schneller als ich. Zeit, wenn ihr so eine Arbeitsgruppe in der Küche habt, die so kombiniert ist, ist jetzt der Depp. Also 90 cm Arbeitshöhe sind zum Kneten blöd. Ja, ja, bestimmt. Ja. Ja. Man bräuchte so ein Höckerchen in der Küche dann, kann man sich vorstellen. Ein Höckerchen. Ja. Müsste ich erst eins holen. Ich tue das meistens auf den Esstisch, aber da wäre ich jetzt dann weg vom Fenster. Oh, das schwitzt schon. Bei mir auch. Ja, wird schon nass. Ja, das geht irgendwie ist das geschwitzt. Und jetzt werden wir auch merken, wie das schon zusammenfällt. Ja, das stimmt. Ja. Das ist ein schönes Gefühl, das ist so wie nass für die Finger. Ja. Ein Training. Fingertraining. Ja, aber wie? Ich bin ja mal gespannt. Wenn man Sauerkraut gemacht hat, also die Großmutter hat geschnibbelt, dann haben wir das gemacht und wir Kinder mussten dann die Schuhe ausziehen und wir mussten dann in diesem Fass rumlaufen, um das zu kneten. Ja. Super. Als ich das gestern erzählt habe, da hat jemand gesagt, oh, ich komme mit, ich habe gerade deine Füße gewaschen. Super. Jetzt fällt es eindeutig zusammen, also jetzt ist ganz, ja, ganz sichtbar, ne? Mit viel Weiche. Toll, wie das funktioniert. Ja. Ja.
So, und jetzt könnt ihr mal gucken, wenn ihr das mal in die Hand nehmt und ganz feste drückt, dann läuft bereits der Saft raus. Ja. Echt? Bei mir nicht. Fluffig werden, ja. Noch mehr. Noch nicht wirklich bei mir. Wahnsinn, wie das zusammengeht. Jetzt wird das so eine homogene Masse. Das ist so. Ja. Es wird immer weicher. Immer was? Immer weicher. Weicher? Ja. Brennt an den Fingern des Salz. Ja. Ja. Das fängt jetzt sofort an, mit dem Salz zu brennen. Lecker. Also man muss wohl auch kneten, bis jetzt der Saft ausläuft, oder wie? Bitte? Muss man so lange kneten, bis man es ausquetschen kann. Also bis einfach der Saft rauskommt aus dem Topf. Aber jetzt noch nicht. Also jetzt hört sich zumindest schon mal sehr gut an. Der Ton auch ändert. Am Anfang schwarz, kleckt es langsam. Ja. Oh ja, das wird wirklich viel weniger. Wasser unten drin. Ja, also bei mir ist ganz viel Wasser unten drin. Also das ist hier, da kann man den Licht sehen. Ah ja. Okay. Wenn man da mit Füßen drauf rumtritt, man muss das ja auch lenken, oder? Zwischendurch. Also ich glaube ehrlicherweise, also ich wende das natürlich beim Kneten, aber als Kinder haben wir einfach nur drauf rumgetrampelt. Vielleicht hat die Großmutter das dann gewendet, das weiß ich gar nicht mehr. Ja. Flüssigkeit kommen, wenn wir das dann in das Glas pressen. Das geht schon von selber. Okay. So, wie schaut es bei dir aus? Sophie, bist du schon? Ja. Alles gut? Ja. Alles. Na, also da läuft es doch. Ja. Ja. Also, ja. Super. Cool. Voll. Okay, also Hände waschen.
Also eigentlich ist Händewaschen jetzt ein Quatsch, weil wir nehmen jetzt die Gläser und füllen die und dann ist sowieso schon wieder alles Muschkotter. Okay. So, jetzt gehen wir hier, nehmen unsere Gläser, die wir vorbereitet haben und füllen das erste Mal grob ein. Zeig euch das. Also, ich sag jetzt mal, ich habe das Glas jetzt voll gemacht. Ja. Und jetzt muss ich das reinpressen. Und das Reinpressen hat wirklich mit dem kompletten Oberkörper zu tun, sodass, wenn ich es reingepresst habe, das Glas nur noch halb voll ist. Okay. Und beim Pressen merkt ihr, wie der Saft aufsteigt. Und genau das wollen wir. Okay, also steht am Anfang so ein bisschen drüber. So. Ja, und jetzt richtig rein, richtig mit der ganzen Faust oder mit den Fingern. Ich gehe mal ein Stück zurück, damit man das sieht. Also ich gehe hier wirklich mit den Fingern komplett rein und presse. Und presse. Da gibt es eigentlich auch so hölzerne Knüppel. Genau, schau mal deinen Mund, wenn ich da vorne rein. Ja, ja. Oh, den habe ich noch nie benutzt in meinem Leben. Streberitzer. Das ist ja Wahnsinn. Und wie viel Platz muss nach oben sein? Und ich mache es immer so, dass zum Schluss oben, ich sage jetzt mal, 2 Zentimeter frei sind. Okay. Und darauf kommt eben jetzt dieses ausgeschnittene runde Teil. Und das drücke ich auch nochmal fest, sodass der Saft über dieses ausgeschnittene Teil drüber tritt. Okay. Dann ist das so eine ganz suppige Geschichte. Ja. Ja? Ja. Und so verarbeiten wir das jetzt in verschiedenen Gläsern, die wir vorbereiten. Das macht Spaß. Mir macht es mit Lebensmitteln macht es mir immer allen Spaß. Und die restliche Flüssigkeit, die noch in der Schüssel ist, auch reinkippen? Noch nicht. Wir haben die Gläser noch nicht geschlossen. Okay. Bist du schon soweit? Hast du mal ein Glas gemacht? Nee, das zweite mache ich gerade. Okay, aber die Flüssigkeit verteilen wir später auf die Gläser. Ah, okay. Weil die Flüssigkeit ist wirklich total super wertvoll. Okay. Aber ihr merkt ja auch, dass jetzt beim Reinpressen in die Gläser auch schon wieder mehr Flüssigkeit entsteht. Ja. Ja. Und das ist super, das brauchen wir. Irgendwie hat sich das Salz vermehrt. Die Hände haben jetzt auch ein richtiges Salzpeeling, die sind knallrot. Genau.
toll aus. So, und am besten ist es, wenn dann, wenn ihr die Restflüssigkeit, den ihr noch habt, obendrauf verteilt, sodass es richtig so ein bisschen schwimmt. Aber erst das Blatt, oder? Erst das Blatt. Das Blatt ist einfach nur zum Schutz. Sollte irgendetwas sein, das Blatt verhindert, also der Sauerkraut oder das Kraut dehnt sich jetzt in dem Glas aus. Weil die Flüssigkeit, die wir weggenommen haben, die Flüssigkeit holt sich das Sauerkraut wieder. Aber dadurch, dass wir das jetzt mit Salz fermentiert haben, holt es sich nicht nur den Saft, sondern auch das Salz in das Kraut. Und das ist die Erzeugung der Milchsäure und der Fermentation. Jetzt habe ich leider nicht genug von dem Saft. Ist das schlimm? Bitte? Ich habe nicht genug von dem Saft für beide Gläser. So, ist jetzt nicht schlimm. Das passiert mir auch manchmal. Bei jedem Kraut ist anders. Du tust jetzt einfach obendrauf, wenn du fertig bist und das Blatt draufgelegt hast, tust du einfach einen Schluck kaltes Wasser. Okay. Gar kein Problem. Also sollte unter Wasser sein, oder? Bitte? Es sollte von Wasser bedeckt sein, oder? Es sollte von Flüssigkeit bedeckt sein, ja. Ob es noch hinhaut? Und dann nehme ich einfach nur diese Gläser und mache die einfach mit dem Deckel zu. Dann jucken die Finger, weil jetzt kommt das Salz langsam ganz durch. Ja, genau. Und dann tue ich die einfach nur abputzen. Ich mache die Deckel wirklich fest zu. Okay. Und dann ist es das gewesen. Cool. Schau mal, dem sollte ich noch Wasser drauf tun, oder Christian? Da würde ich noch ein bisschen Wasser drauf tun, ja. Hast du schön reingedrückt? Ja. Ja. Ich drücke noch. Viel fehlt nicht, aber ein bisschen fehlt einfach. Also, wenn es halbvolle Gläser gibt, ist das gar kein Problem. Das stört den Prozess der Fermentation nicht. Okay. Mhm. Okay. Macht das was, wenn das obere Blatt einen Riss hat? Nee, oder? Das macht auch nichts. Also, das ist einfach nur als Sicherheit, dass beim Aufquellen die einzelnen von uns geschnittenen Blätter oder Teile, dass die nicht rauf an den Deckel kommen. Alles klar. Also, das hier, ich mache das auch mit kaputten, zerrissenen, das ist überhaupt egal. Okay. Und wenn jetzt da am Glasinneren, wenn da an den Seitenwänden, wenn da noch kleine Krautteile sind, sollten die, stören die da, oder? Du meinst von überhalb des Blattes? Ja. Nein, das macht überhaupt nichts. Das heißt nur, wenn das in 10 Tagen fertig ist, dann hast du halt unten das Sauerkraut und oben hast du einfach nur eingetrocknete kleine Stückchen. Die verschimmeln nicht, das passiert gar nichts. Nur die sind halt dann eingetrocknet. Okay. Gut. Oh, kann es sein, dass es warm ist? Was? Bitte? Dass es warm ist? Kann es sein, dass das warm ist? Dass es warm ist? Nein, nö, alles nicht. Also warm ist es deswegen, weil du deine Körpertemperatur beim Kneten in den kalten Boden gelegt hast.
Ja, wahrscheinlich, ja. Ja. Ich bin mir nicht sicher wegen der Menge der Flüssigkeit. Zeig mal. So, zeig mal, leg mal das Glas quer. Noch ein bisschen quer. Nee, super. Nein, nein, alles gut. Nur noch weiter reinrücken. Und dann ist der Kopf drauf. Ja? Nee, also wenn ich die Flüssigkeit sehe, bin ich ganz glücklich. Wunderbar. Ich auch. Ja? Ja, ich dann super. Auch. Ja. Ja. Nein, es ist wirklich genug. Wir reden jetzt, also ich sage mal, wir reden von einem Schnappstamp bei Flüssigkeit, was zum Schluss oben drauf ist. Okay. Ja. Wird das eigentlich jetzt noch im Lauf der Gärung oder wie ich das nennen soll, der Fermentierung noch mehr Wasser, Flüssigkeit? Nein, es gibt kein Wasser mehr. Im Laufe der Fermentierung wird der Kohl jetzt diesen Salz, Knet, Wasser zurückholen, wird daraus Milchsäure machen. Und wenn ihr das Glas in 10, 14 Tagen aufmacht, ist das noch kein, also noch ein Brocken. Es ist trocken, es gibt keine Flüssigkeit mehr. Ah, okay. Okay. Bin ich ja mal gespannt. Fertig. Und da müssen wir jetzt wirklich 10 Tage warten. Naja, also man macht das ja eigentlich, um über den ganzen Winter zu kommen. Deswegen sind 10 Tage jetzt eigentlich ganz okay. So was. Toll. Wahnsinn. Super toll. Ein großes und ein kleines. Super. Sehr schön. Also, dann stellen wir jetzt den Wecker auf 10 Tage. Super. Also woran merkt man, dass es fertig ist? Wichtig ist jetzt, ihr müsst überhaupt nicht drüber nachdenken, ob es warm oder kalt gelagert wird oder ob es hell oder dunkel gelagert wird. Es hat mit der Fermentation nichts zu tun. Deswegen habe ich das ja angefangen, weil ich in den Wohnungen, ich habe nichts Kaltes. Ich nehme das so, wie es ist und stelle das jetzt einfach unten in meinen Schrank rein. Und das war's. Ja, cool. Also es kann warm sein, es ist hell, es ist dunkel, es macht überhaupt nichts aus. Und wenn ich jetzt, also... Ab 10 Tagen kann man es essen, aber man muss es nicht in 10 Tagen essen. Also es ist haltbar für mindestens ein Jahr. Okay. Ja? Bei dir. Und deswegen, also ich würde sagen, wenn wir das jetzt heute gemacht haben, dass wir vielleicht, wenn wir in 4 Wochen die Salzzitronen machen, was wirklich was ganz Tolles ist, irre. Ja, dass wir dann vielleicht überlegen, ja, ich meine, das ist jetzt ja blöd, also wir würden es vielleicht mit Annes Hilfe vorher kundtun, ob wir ein Glas aufmachen. Es bedeutet natürlich dann, dass man sagt, okay, ich muss halt den nächsten Tag und den übernächsten Tag was mit Sauerkraut machen, aber dann müssen wir dann auch vielleicht ein Feedback haben, wie es euch schmeckt. Ich muss euch sagen, es haut euch um. Es hat nichts mit Hengstenberg zu tun oder sonst was. Es haut euch einfach nur um. Wow, ich bin echt so gespannt. Und ich weiß nicht, ich will aber nicht 4 Wochen warten. Naja, also du musst mindestens 10 Tage warten. Ja, aber ich darf dann vorher schon mal eins von den Gläsern probieren, bevor wir uns wieder treffen. Dann würde ich sagen, das habe ich bei den Türken gelernt. Ich weiß nicht, wie die das nennen. Die haben irgendwie so eine Art... Hammelwurst, also eine Art Wurst. Mhm. Und die legen die auf ein Brot und nehmen eiskaltes Sauerkraut aus dem Kühlschrank wie als Brotaufstrich obendrauf. Ja. Ist es aus, brauchst kein Filetstick mehr, nichts mehr. Cool, super. Klingt also, 7 Tage müsst ihr warten. Okay. Ja. Na gut, also, schau mal. Das ist dann der wievielte? Was haben wir heute? Der 14., ne? Ja. Der 24., da sind wir aber dann voll in der Plätzchenbackerei, deswegen ist das ja gar kein Problem. Ja, okay. Na gut. Genau. Ich mag aber lieber Sauerkraut als Plätzchen. Super. Ja, super. Vielen Dank. Vielen Dank, Christian. Super. Danke, Christian. Begeistert. Viel Spaß. Erstmal. Ja. Ja.
Ich habe auch noch meine Strünke. Ja. Danke. Also. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.